Und wir sind auf dem Weg von Sisimiut nach Ilimanak. Aus nordöstlicher Richtung. Wir wollen dann heute Nachmittag um 17 Uhr für Sie an der Ankerposition sein, um das Tendern dort aufzunehmen. Ja, über das nächste Land hier drumherum brauche ich, glaube ich, nicht so viel zu erzählen. Wir sind aktuell in der Disco-Bucht, benannt nach den nördlich von hier gelegenen Disco-Inseln. Das ist eins der Hauptreiseziele hier in Grönland, gerade auch wegen dem Eisfjord. Und wo hier die vielen großen Eisberge praktisch rauskalben. Und ich glaube, auch das bewegt Sie, warum Sie gerne hierher möchten. Da wir ein bisschen Zeit haben und etwas langsamer unterwegs sind, haben wir auch die Möglichkeit, erstmal direkt auf den Eisfjord zuzulaufen, um praktisch uns einmal anzugucken, wie die Situation da aussieht. Das Eis hier ist im Moment sehr schön offen und wenig Grauler im Wasser, sodass das auch sicher ist. Und wenn wir davor sind, werden wir, also ich schätze mal so zwischen 14 und 15 Uhr werden wir da sein, werden wir nach Süden drehen und uns dann auf Ilimanak zu bewegen. Ein extra kleines Highlight für Sie. Tschüss. Ciao.
Iceberg! Willkommen jetzt an den Illicit Eisfjord und Sie sehen, das Eis staut sich da drin, die gegen Norden setzt, die dafür sorgt, dass Ilimanak zuverlässig angelaufen werden kann. Ich denke, einige von Ihnen werden noch mit Ausflugsbooten hierher wieder zurückkehren. Ich wünsche Ihnen heute noch einen schönen Abend mit den ganzen Erlebnissen hier und einen schönen Tag hier auch in Ilimanak morgen bei Erkundung dieser wunderbaren Natur. Iceberg! Thank you.